Am Mittwoch war er hier, der Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker Alexander Schelly, um zu berichten von Klasse im Puls, einem bundesweit einmaligen Musikprojekt. 240 Schüler von mehreren Haupt- und Realschulen aus der Metropolregion sind gestern zusammen mit den Nürnberger Symphonikern aufgetreten. Eine große Sache für die 11- bis 12-Jährigen und einige von ihnen haben wir kurz vor dem großen Auftritt noch gesehen. You like me. Die 11-jährige Amra hat sich endlich getraut, den Chefdirigenten Alexander Schelly vorzusingen. Und das kurz vor dem großen Auftritt. Das war super. Eine kleine Privataudienz bekamen sie und ihre Klassenkameraden der Insel Schütt Hauptschule. So nah an dem großen Dirigenten waren alle so ziemlich aufgeregt. Aus dem letzten Jahrhundert? Ja, also ich bin schon etwas angespannt, aber ich freue mich halt trotzdem natürlich total. Also. Und da sind ja auch sehr viele Leute und so. Und nervös werde ich auch ein bisschen sein. Dann war es endlich soweit. 240 Schüler aus der ganzen Region sangen erstmals mit den Symphonikern. Schüler lernen von Profis, machen gemeinsam Musik. Das ist besser als trockene Theorie. Ein Musikprojekt, das Schule machen sollte. Der Profi war jedenfalls begeistert. Die haben sich prima geschlagen. Die waren einfach erstklassig und ich freue mich schon aufs Nächste. Wir werden weiter aufbauen. Ja. Und der Herr Schelly, der ist auch total nett. Also das ist voll witzig mit denen und ich meine mit den Nürnberger Symphoniker aufzutreten, das ist voll die große Sache und es war cool. Es ist nichts schief gegangen eigentlich. War schon so fließend und den. Und die Zuschauer haben wirklich schnell, wirklich lange geklatscht. Und Herr Schelly ist auch sehr nett und macht alles gut. Das Schönste war allerdings, vor allem für die Mädchen, die Autogrammstunde bei ihrem neuen Idol Alexander Schelly. Und natürlich das Foto als Erinnerung an den großen Auftritt.